Der Bahnstrecke. So, mal hier reingucken. Hier steht noch nicht viel. Da habe ich noch gelbe Wellblöcke. So. Muss ich auch noch dekorativ mal gucken, was ich machen könnte. Wie zum Beispiel. Ach, keine Ahnung gerade. Muss ich mir noch einiges überlegen hier. Ich bin immer so ratlos hier beim Bauen. Beim Dekorativ bin ich irgendwie eine Vollnull. So, Erde habe ich dabei. Dann könnte ich hier ein bisschen umformen. Könnte ich hier so eine Abzweigung machen. Erde. Hierher. So, aber einen Dreierweg bitte. So, Schaufel. So, hier kommt noch ein Block rein. Da, da, da. Hier muss ich noch überlegen, was ich hier hinbaue. Oder muss ich überlegen? Nee, ich habe Ideen. Ich habe gerade Ideen und das ist auch gut so. Das finde ich toll, das finde ich prima. Ich habe Ideen. Da muss ich aber erstmal Cobblestone farmen gehen. Wieso brauche ich so viel Cobblestone? Das gibt's ja nicht. Ist doch nicht normal, wie ich Cobblestone verbrate. Oder Steine generell. Wo, ja gut. Wenn man sowas wie eine Burg vorhat, ist ja klar, dann gehen einem ja mal gern die Cobblestones aus. So, zack. Hier 64 rein. Kann ich hier schon mal brutzeln. Und dann mache ich mir noch schnell ein paar Spitzhacken, dass ich Cobblestones farmen gehen kann. Und dann leere ich mein Inventar auch noch aus, weil es so schön ist, dass ich ja gut buddeln gehen kann. Was lege ich denn noch alles ab? Die Shears kommen hier rein. Ich habe hier ein Spinnenauge. Ich habe hier ein Auge gefunden. So. Eigentlich hätte ich den Redstone auch hier herinnen lassen können. Weil für was schleppe ich denn den Scheiß hier mit? So. Gerade noch, dass ich es gesehen habe. So. Aber erstmal wollte ich mal in die Tierchen füttern. Nachdem, dass ich mein Gravel abgelegt habe. Aha. Ich finde immer was. Darum müsst ihr euch gewöhnen. Irgendwie gibt es immer was zum Verbessern. So. Mu. Ja, genau. Mu. Ja, jetzt hängt ihr mir wieder am Arsch. So, du und du. So, weiter. Vermehret euch. Habt euch lieb und vermehret euch. So, ihr zwei noch. Eine Kuh. Das gibt's doch nicht. Die müssen geradeaus laufen. So, dachte ich's mir doch. So. Ey. Ach so, du bist schon. Egal. Pack ich lieber mal weg. Nicht, dass mir die gleich nochmal überfallen hier. So. Scheiß Fackel. No. Ich will hier nicht wie wild Fackeln setzen. So, du und du. Du und du.
Immer diese Ferkeleien. Du und du. Du und du. Du und du. Du, du. Du und du. Aha. Du und du. Und ja, du wirst leider einsam sterben. Hier ist keine Sau mehr für dich. So. Ah, ich hab's diesmal hingebracht. Dass ich die Tür öffne und nicht eine Fackel setz. So, abwärts. So, so schnell sind wir wieder unten in unserer Höhle. Nee, natürlich nicht. Ich baue ja nur ein paar Cobblestones ab. Vielleicht wird's ja doch was draus, was ich hier baue. Irgendwas Interessantes vielleicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Minecraft ist tiefgründig. Wenn mittendrin eine Idee raussprudelt, dann muss man diese ergreifen und natürlich sofort umsetzen. So. Ein paar Stacks werde ich schon brauchen für. Glaube ich jetzt mal. Behaupte ich jetzt. Man fühlt sich halt mittlerweile nach und nach die Gegend so mit Leben. So ein NPC-Dorf ist zwar gut, aber jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Und deswegen baue ich da noch ein paar Häuser hin und hoffe, da fallen mir schon noch ein paar schicke Gebäude ein. Weil sonst wird es ein bisschen langweilig. Und jetzt habe ich halt ein paar so vor. So. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich sie mache, aber im Groben Zügen weiß ich's wieder. Wie immer halt. Die Idee formt sich meistens erst beim Bauen so richtig aus. So. Jetzt muss ich hier, glaube ich, mal ein bisschen rumfackeln. So, so. Aha. Dann gehe ich hier mal in die Tiefe. Dann werden wir hier mal so richtig tiefgründig. So, was könnte ich denn erzählen? Ja, es ist 12 Uhr nachts. Geisterstunde. Genau 0 Uhr 0. Okay, was habe ich jetzt hier gefunden? Ach, eine Kiste, cool. Aber die habe ich, glaube ich, schon leer... Ah! Wo kommst du denn her? Ich hau dich mit einem Stöckchen. Nee, mit einem Eisenblock. So, mit der Schaufel. So. Jetzt habe ich endlich die Axt gekriegt. So, wo kommst du jetzt her? Kannst du mir das sagen, wo du schon wieder herkommst? Hier ist doch alles relativ hell. Oder auch nicht. Zombie. Zombie voraus. Wo ist der jetzt hin? Ich wollte doch nicht wieder erkunden. So. Ja, Zombie, ich sehe dich. Du hängst fest, na, Süßer. Heute schon geschlitzt. Junge, heute schon mal irgendwie irgendwo gegen den Bus gelaufen. Nicht? Aber du siehst so aus. Ne? Bam, bam. Padam, Eisen. Eisen, Eisen. So, aber jetzt ist hier, jetzt kann mich hier nichts mehr überraschen, hoffe ich mal. So, geht's hier raus? Ich will hier raus, raus, raus vielleicht, heute noch, so, hier, so, ja, perfekt. So, ja, gib mir jetzt eh alles hops.
So, dann erhöhen wir hier mal die Decke. Das ist ja die Höhe. So, erzählen, erzählen, erzählen. Huch, keine Ahnung. Ich bin wortkarg. Leider. Wollte ich nicht, ist aber so. Cobblestones. Kobli. Nee, keine Ahnung. Ich bin leer. Ich wüsste jetzt auch keine Projekte, die ich ansprechen könnte. Okay, wir brauchen extrem viel Cobbles. Allein schon mal wegen der Tatsache, dass wir für unser Schloss auf dem Berg auch noch ein bisschen was brauchen. Was könnte ich denn erzählen? Ach ja, ich habe gestern im Internet die Pre-Release 1.2 schon gesehen. Wollte ich jetzt nicht unbedingt jetzt rauskloppen, dass ich hier damit spiele. Nö. Das überlasse ich anderen. Das ist mir jetzt zu viel Aufwand jetzt, dass ich jetzt extra das installiere, meinen Stand hier rüberziehe. Och nö. Da bleibe ich lieber langweilig und spiele mit der 1.1 noch. Und nicht mit einer Pre-Release. Muss ja nicht, ne? So, was könnte ich noch sagen? Außer, dass Minecraft gerade wieder ruckelt, aber jetzt wieder stetig läuft, sogar mehr als ich eingestellt habe. Ich habe im Fraps nur 30 eingestellt, läuft aber jetzt auf 32. Keine Ahnung wieso. Denkt sich halt Fraps, hey, ich nehme es halt doch mal besser auf, als du willst. Mal hau ich dir halt noch größere Dateien auf die Festplatte. Macht ja nichts. Kann ich halt nicht mehr ganz so lang aufnehmen. Sagen wir so, grob geschätzt nach 4,5 Stunden Aufnahme ist die Festplatte definitiv voll. So. Huch. Dann baue ich jetzt mal in die Richtung. Muss ja auch mal. Irgendwo muss ja der Kobbel herkommen. Wie sieht's denn aus? Oh, ich habe noch jede Menge Platz im Inventar. Was erzähle ich denn jetzt? Ja, bis zum nächsten Mal probiere ich jetzt endlich, dass ich Optifine installiere. Vielleicht bringt's was. Aber erstmal Minecraft ein bisschen mehr Speicher zuweisen. Habe ich heute erst gesehen. Muss ich mal probieren. Bin jetzt nicht so unbedingt der Crack, dass ich da jetzt sofort weiß, oh, ich könnte ja mehr Speicher zuweisen. Vielleicht läuft es noch eine Ecke flüssiger. Und ja, vielleicht, ich habe es ja mit Optifine habe ich schon probiert, aber hat ja nicht ganz hingehauen. Da kam mir ein schwarzer Bildschirm und jetzt glaube ich, jetzt weiß ich, wo das Problem war, weil einfach zu wenig Arbeitsspeicher zugewiesen war für Minecraft, durch das dachte sich Minecraft einfach, nö, ich habe heute keine Lust. So, Brot für die Welt, ich habe Hunger. So, jetzt reiße ich hier die Wand noch ein, dann haben wir hier gleich einen riesen überschaubaren Platz und ich finde schneller da